Ciao zusammen, mein Name ist Dani, ich fahre gerne Schiff und demnächst auch auf dem Spiezeli, weil das hat nämlich seine Zulassung bekommen und ist jetzt ein einsatzfähiges Dampfschiff wieder. Auf dem Thunersee fährt ein neues Schiff, ein Dampfschiff sogar. Es ist die Spiezeli. Treibende Kraft hinter dem Projekt sind die Dampferfreunde und dann ihr Präsident, der David Pähler, hockt jetzt mir vis-à-vis am Tisch. Ciao, David. Hallo zusammen. Du, die Spiezeli hat die letzte Prüfung bestanden und ist jetzt ein fertiges Dampfschiff. Was löst die Nachricht bei dir aus? Grosse Freude, dass wir endlich ein langjähriges Projekt abschliessen können und das Schiff neu auf den See zurückkommt. Die Spiezeli ist ja kleiner als Blümlisalput-Lötschberg, für die, die vielleicht gerade kein Bild vor dem geistigen Auge haben. Es hat auch kein Schaufelrad auf der Seite, sondern eine Schraube. Es ist beige und weiss angemalt und hat ein schwarz-weisses Chemi, wie man es etwa von den Dampfschiffen kennt. Es ist wunderschön zum Anschauen, aber darüber hinaus, was macht die Spiezeli so besonders? Oder warum wollen die Dampferfreunde das Schiff erhalten? Wir haben uns mal grundsätzlich entschieden, das zu erhalten, weil es ein Kulturgut ist, das es in dieser Art kein zweites mehr in der Schweiz gibt. Das Schiff ist 1901 erbaut worden. Du hast es gesehen, es ist eben nicht ein Raddampfschiff mit der Rädchen auf der Seite, sondern es ist ein Schraubendampfer, der hinten angetrieben wird wie ein modernes Motorschiff. Aber, und das sieht jede, wo das Schiff begegnet, es ist ein herziges, kleines Bischu. Es ist, wenn ich sage herzig und klein, es ist markant kleiner, markant feiner als eben der grosse Raddampfer Blümler, der auf dem Thunersee oder Lötschberg auf dem Brienzersee fahren. Spiezeli ist etwas Besonderes und etwas Einzigartiges. Hast du schon mitfahren? Nein, also nur in alten Zeiten. Jetzt, bis die Bewilligung vorliegt, da darf gar niemand mitfahren. Und ich freue mich auf die erste Gelegenheit, mit drauf zu gehen. Die Spiezeli ist ja 2007 außer Dienst gestellt worden. Wann ist die Idee entstanden, das Schiff zu erhalten und es wieder zu einem Dampfschiff zu machen? Die erste Projektpapier, das ich jetzt noch gefunden habe, sind genau von 2007. Also gerade von Anfang an, in dem Fall. Ja. Die Spiezeli ist ja in seiner Geschichte häufig umgebaut worden. Von 1901 ist es. Kaum 10 Jahre im Einsatz hat man es, glaube ich, versagt und verlängert. Die Aufbauten sind etwa 3-mal neu gemacht worden. Für welche Zustand hat man sich jetzt entschieden? Also welche Form vom Spiezeli sieht man jetzt? Es ist wahrscheinlich ein annäherungen Zustand Ende 40er Jahre, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber es ist weit weg von dem, was 1901 war. Wenn man die alten Fotos anschaut, die da noch oben sind, muss man sagen, es war eigentlich 1901 nichts Schönes gewesen. Man hat einmal Glätteiseli gesagt. Es war so ein komischer Aufbau gewesen, ein Chemie irgendeinem Ort. Und es hat markant gewonnen mit denen, also für mich wenigstens markant gewonnen mit denen, Anpassungen, die später gekommen sind. Es hat auch verloren, was das letzte Mal in ein Dieselschiff umgebaut worden ist. Ich habe das Gefühl, jetzt haben wir einen guten Mix von einem historischen Annäher, soweit das überhaupt möglich ist. Wir müssen uns aber schon im Klaren sein, es ist die Spiezeli-Ausgabe 2022 und nicht die Ausgabe 1949 oder so etwas. Das ist immer schwierig, eine Annäherung zu machen, die allen gefällt und vor allem den heutigen Voraussetzungen entspricht. Wenn ich das sage, Voraussetzungen, dann heisst das Technik, dann heisst das Sicherheit, dann heisst das aber auch Fahrkomfort. 1901 war das Schiff als, so wie ein Tram im Einsatz für den Lokalverkehr. Es ist überhaupt nicht um einen Komfort gegangen. Wenn man heute eine Ausfahrt verkaufen will, dann muss man ein Catering machen können. Also muss man etwas zu essen anbieten, muss man zu trinken, servieren. Und das braucht ganz andere Platzverhältnisse, das braucht eine andere Infrastruktur. Vom Spiezeli weiss man eigentlich recht wenig, wie es innen ausgesehen hat früher. Also es gibt, glaube ich, keine Fotos davon. Wie hat man sich da orientiert? Wie ist man da vorgegangen? Wir haben keine Bilder von der Ursprungs-Innenausstattung. Wir haben auch keine Bilder von den 20er, 30er, 40er Jahren. Wir wissen nicht etwa, wie die Schiffe Ende 40er Jahre ausgesehen haben. Das war in Thun die grosse kantonalbernische Ausstellung, für den sie extra Schiffe gebaut worden. Und von dem her hat man eine Annäherung. Und man hat nachher mit einer spezialisierten Architektin das Ganze analysiert, hat geschaut, was man machen kann, hat auch gefragt, was gefällt einem heutigen Publikum letztendlich. Muss es auch denen Freude machen, die ansprechen, die heute mitfahren wollen. Und jetzt haben wir eine Annäherung mit Holz. Wir haben aber auch nicht irgendeinen Laubsägeli-Stil oder irgendwie so einen Emmentaler Bauernhof-Stil wollen, sondern es soll etwas etwas Einzigartiges sein. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht gelungen. Also es ist Holz, es ist aber nicht einfach
von zuoberst bis zuunterst volltäfelt, sondern wir haben auch probiert, die Weite vom See zu wirken. Mir gefällt es. Du sagst, die ersten Papiere hast du 2007 gefunden, also ist etwa 15 Jahre jetzt gegangen, bis das Schiff wieder fährt. Was macht es so komplex und aufwendig, das Projekt? Es ist zuerst mal die Entscheidfindung. Oder? Ist klar, in der grossen Begeisterung ist sofort klar, dass wir erhalten wollen. Da muss aber immer beide Seiten mitreden. Da muss der mitreden, der das erhalten will, der mitreden, der es gehört. Das ist nicht schlicht und einfach BLS. Das Interessante ist, dass die ersten Projektskizzen von 2007 nicht von den Dampferfreunden gekommen sind, sondern von der BLS-Leitung. Die haben das dort vorgelegt. Dann über die lange Zeit gibt es Personalwechsel, gibt Wechsel von den Verantwortlichen in der Unternehmung, hat auf unserer Seite Wechsel gegeben und das hat auch dazu geführt, dass verschiedene Fragen noch einmal auf den Tisch gekommen sind. Eine, die ganz wichtig war, ist die Frage, bleibt es ein Dieselschiff? Es ist 2007 mit einem Dieselmotor angetrieben worden. Es ist vielleicht paradox, das zu sagen, aber wir von den Dampferfreunden haben uns sehr stark dafür eingesetzt, dass es mit einem Dieselmotor weiter betrieben wird. Und die damaligen Verantwortlichen der BLS-Schifffahrt haben gesagt, man sollte etwas Einzigartiges haben, man sollte es mit einer neuen Dampfmaschine ausrüsten. Und das Wort, oder das Spezielle liegt eben auf neu, Dampfmaschinen werden heute nicht mehr ab Stangen produziert. Man kann nicht einfach einen Katalog nehmen und die bestellen, sondern dann muss man jemanden finden, der das noch kann. Der braucht das Zusammenspiel mit Kesselbauern und allem. Und das hat das Ganze nachher kompliziert und erschwert. Plus, das darf man nicht unterschätzen, es ist eine völlig andere Kategorie, ob man ein Schiff wieder mit einem Dieselmotor ausrüstet oder ob man es eben in ein Dampfschiff technisch gesehen zurückbaut. Und zwar meine ich damit vor allem bei den Finanzen. Oder? Wir haben dann mal gesagt, Diesel kostet etwa 2 Millionen das Ganze und wir haben von Anfang an gewusst, wenn wir auf die Schiene vom Dampfschiff zurückgehen, dann brauchen wir ganz andere Mäzene, das heisst Leute, die wirklich ins Portemonnaie greifen. Zum Glück haben wir dann jemanden gefunden, das ist der Dr. Oesterle von Bern, das ist ein pensionierter Zahnarzt, der hat dann die Revaporisierung ermöglicht. Aber das ist natürlich, jetzt reden wir von 15 Jahren, das ist sehr lange Zeit, die wir jetzt daran herumgeschraubelt haben. Wie viel Geld haben die Dampferfreunde jetzt in diesen 15 Jahren können sammeln für die Spiezerli? Für die Spiezerli haben wir etwas über 4 Millionen zusammengetragen. Und das ist etwa so viel, wie das Projekt kostet, oder? Nein, das ist ein grosser Teil. Es gibt einen zweiten grossen Posten von etwas über 1 Million, wo die BLS selber auch daher zahlt. Also auch die Schifffahrtunternehmung hat sich beteiligt. Und das ganze Projekt, und das ist schon eine Zahl, die im Ladler aufhorchen, das ganze Projekt liegt irgendwie bei 5,8 Millionen Franken. Ein stolzer Betrag, ja. Das ist ein stolzer Betrag. Und man muss klar sehen, das haben wir auch von Anfang an gewusst, wir leisten uns das. Es gibt manchmal Sachen im Leben, da bin ich dezidiert der Meinung, wo man nicht nur nach wirtschaftlichen Grundsätzen beurteilen darf, sondern man muss sagen, wir haben Freude daran, also leisten wir uns das. Das ist nur möglich, weil ganz ein Haufen Leute, und wenn ich sage ganz ein Haufen, dann rede ich von mehreren tausend Personen aus der ganzen Schweiz, aus dem nahen Ausland mitgeholfen haben über die ganzen Jahre. Also wir reden von etwa 11'000 Zahler, die über mehrere Jahre mehrfach Geld gespendet haben für die Spiezerli. Und wenn jetzt jemand die Spiezerli sieht, rumfahren und Freude bekommt am Schiff, kann er dann noch spenden? Für die Spiezerli kann man nicht mehr spenden. Das Geld ist heute da, das haben wir finanziert, aber wir sind ja nicht nur für die Spiezerli zuständig, sondern unsere Hauptaufgabe ist der Erhalt von der Dampfschiffblume in Alp und Lötschberg. Und wir als Verein Dampferfreunde sind froh um jeden Franken, der reinkommt. Die Sammelaktionen für die Spiezerli sind ein bisschen zu Lasten vom Lötschberg und von der Blumisalp gegangen, mindestens von unserer Seite her nicht, und das werde ich betonen, nicht was der Unterhalt von diesen Schiffen anbelangt, aber dort hat die BLS-Täufer in die Portemonnaie müssen greifen. Und jetzt stehen bei beiden Schiffen wieder grosse Unterhaltsarbeiten an. Diesen Winter hat es beim Lötschberg sehr viel Geld gekostet und da sind wir froh, wenn wir wieder Beiträge leisten können. Du hast vorhin noch die Dampfmaschine angesprochen, das würde mich noch etwas neuer interessieren, weil sie ja das Besondere ist am Spiezerli. Die ist neu gebaut worden, nach heutigem Stand von der Technik. Warum hat man da keine historische Maschine gebaut für das historische Schiff? Wir haben ganz am Anfang Umschau gehalten, wo hat es überhaupt noch alte Maschinen, also historische, die irgendwie im Museum sind, wo man dort abgestellt sind. Wir sind auch auf zwei oder drei solche Objekte gekommen. Wir haben dann ganz fundiert abgeklärt, ob die würden genügen würden. Die
Spiezerli ist ein kleines Schiff, da hat es wenig Platz. Das heisst, so eine Maschine muss eben von der Dimension her auch reinpassen. Das war mal die erste Herausforderung. Und das zweite dürfen wir nicht vergessen. Eine Maschine, die 1890, 1910 gebaut worden ist, das ist heute technisch gesehen Altmaterial. Und wenn man es nicht mehr unterhalten hat, wenn man die Alterung von diesen Produkten anschaut, stellt sich schnell mal die Frage, kann man das so zweckmachen, dass man es heute einsetzen kann. Mit den heutigen Vorschriften, mit den heutigen Sicherheitsbestimmungen. Und wir haben nach allen Abklärungen müssen feststellen, dass das nicht geht. Also die Maschinen, die zur Frage, die zur Diskussion gestanden sind, das hat man sehr seriös geprüft, die wären nicht in Frage gekommen. Es ist nachher von verschiedenen gutmeinenden Leuten mit viel Herzblutidee entstanden. Ja, nehmt doch einfach die Pläne von 1900 und baut das nachher. Das geht auch nicht. Man hat heute andere Produktionsmethoden, man hat heute andere Druckverhältnisse. Also einfach die Maschine von 1901 nachbauen, das wäre nicht gegangen. Man hat dort das Know-how, das Wissen für das Produzieren nicht mehr gehabt, man hat das alles von neu auf müssen aufbauen. Und wenn man heute überhaupt noch eine Dampfmaschine bauen will, dann geht es nur noch, dass man das mit der heutigen Methode, mit dem heutigen Wissen produziert, in die Wege leitet. Also einfach nach dem Prinzip von 1901, das ist gut gemeint, aber das ist nicht realisierbar. Jetzt bei dem Dampfschiff Lötschberg und Blümisalp ist es so, dass der Kapitän auf der Brücke steht und durch ein Sprachrohr mit dem Maschinist redet und der tut die Maschine bedienen. Beim Spiezeli kann man jetzt das ferngesteuert machen, also der Kapitän tut von der Brücke aus die Dampfmaschine selber steuern gerade. Ist das etwas Neues oder gibt es das schon? Das ist genau eines von diesen ganz grossen Merkmalen, wo ganz zentral ist, dass überhaupt die Dampfmaschine wieder möglich geworden ist. Wir müssen uns im Klaren sein, was das heisst. Wenn jemand auf der Brücke oder jemand in der Maschine ist, dann braucht es noch einen Matros, dann sind wir bereits bei 3 Mann Personal. Und mit dem System, das wir jetzt auf dem Spiezer haben, wird man das Schiff mit 2 Mann Besatzung können fahren. Mhm. Das ist ein Lohn, den man nicht muss, in die Rechnung nehmen muss. Das ist eine andere Situation als 1901. Es gibt so ein Prinzip bereits, es gibt es auf dem Genfersee beim Dampfschiff Montreux. Montreux ist allerdings eine völlig andere Dimension. Das ist ein Raddampfer mit einer grossen Maschine. Und das ist eine der Schnittstellen, wie man so schön sagt, dass es Zusammenspiel von verschiedenen Systemen, die uns Sorgen gemacht hat, die auch nicht zu unterschätzen ist. Eine Fernsteuerung von einer Dampfmaschine, das ist etwas Einzigartiges. Das gibt es auch nicht ab der Stange. Wenn es Leute braucht, die sich mit dem auseinandergesetzt haben, die das genau analysiert haben, programmiert. Das ist die modernste Technik, die dort zum Tragen kommt. Jetzt ist es so, dass auch bei den grossen Dampfschiffen 2 Personen im Maschinenraum sind, die zusätzlich sind im Vergleich zu den Motorschiffen und darum den Betrieb der Dampfschiffe teurer machen. Gibt es auch Pläne oder Ideen, dass man auch diese Maschinen fernsteuern und den Einsatz der Schiffe so billiger machen? Eine alte Dampfmaschine wollen heute fernsteuern, das ist technisch ist heute alles möglich. Das ist eine reine Frage vom Geld und von der Forschung. Aber man muss irgendwann auch realistisch bleiben. Wir reden von Technik, vom Stand von der Technik von 1900, 1906, bei der Blümer, 1914 vom Lötschberg. Und ich glaube auch nicht, dass das Sinn macht. Wir wollen das wahrscheinlich auch gar nicht. Wir wollen ja können von oben in die Maschinen runterschauen. Wir wollen ja sehen, wie der Maschinist kurbelt und seine Hebel hin und her tut. Das ist ein Teil von diesem Schiff. Was es bereits an einem Ort gibt, dass man die Führung völlig technisch gemacht hat und damit nur noch ein Mann in der Maschine hat. Man soll dort sehen, wir sind hier in einer speziellen Situation. Oder? Bei beiden Seen fährt man rückwärts durch die Aare. Dann muss der Maschinist sehr aufmerksam sein, das darf nicht passieren. Und wenn einer mal ausfallen würde, muss ein anderer reingreifen können. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Wir müssen Ansätze finden, für die höheren Betriebskosten aufzufahren, mit mehr Leuten, die aufs Schiff gehen oder eben mit Beiträgen von den Dampferfreunden und akzeptieren, dass Lötschberg, das Blümlisalp, Dampfschiff sind mit dem technischen Stand vom Anfang des letzten Jahrhunderts. Du, in diesen 15 Jahren, wo das Spiezerli jetzt ist parat gemacht worden, hat sich viel verändert bei der Schifffahrt. Die Flotte ist neu aufgestellt worden, es sind Schiffe ausgemustert worden. Auch die Extrafahrten haben an Bedeutung verloren. Wo siehst du
einen Platz oder eine Einsatzmöglichkeit für die Spiezeli? Spiezeli ist nicht gedacht als Einsatzschiff und auch nicht als Kursschiff. Spiezeli ist etwas Spezielles und wenn das eingesetzt wird, wenn das zum Fahren kommt, dann soll es etwas Spezielles sein. Es ist ähnlich wie beispielsweise auf dem Langensee. Da gibt es das Dampfschiff Piemonte. Die Piemonte die fährt ganz selten. Und wenn sie fährt, dann ist etwas Spezielles. Also auch die Spiezeli wird nur bei speziellen Situationen unterwegs sein. Ich bin der Meinung, das muss man nicht Wind und Wetter aussetzen, sondern es soll eben etwas Spezielles bleiben. Aber könntest du dir vorstellen, dass man vielleicht einen Vater findet für die Spiezeli, sagen wir mal, eine sonntägliche Rundfahrt am unteren Seebecken vom Thunersee für die Spaziergänger, so irgendetwas in dieser Art? Das klingt immer gut, das wäre sicher ein Ansatz. Wir müssen es sehen, das ist, nachher geht es zulasten der normalen Kursschifffahrt. Also die gleichen Leute, die jetzt das Morgenschiff nehmen, die gingen dann vielleicht auf die Spiezeli. Ich glaube nicht, dass das der Ansatz ist. So wie es jetzt vorgesehen ist, wird die Spiezeli nicht in Kurseinsatz kommen. Es wird Öffentlichkeitsfahrten geben. Ein-, zweimal, dreimal im Jahr, wo man ganz speziell aber auch publik macht. Aber es wird nicht in einem regelmäßigen Fahrplan passieren. Also die ersten Fahrten werden jetzt im April stattfinden. Wir haben die Eröffnungsfahrt, die grosse Festfahrt, wenn du so willst, Anfang April jetzt mit ein paar glatten Gästen. Ich glaube, das ist auch normal, dass man probiert, das zu nutzen, auch ein bisschen für Werbung zu machen, Merci zu sagen für die, die unterstützt haben. Dann kommen Ende April die Fahrten, die für die Gönner vorgesehen sind. Das ist für mich immer ein bisschen problematisch. Wir laden jetzt die ein, die grossen Griffe ins Portemonnaie machen können. Das Unfaire ist eigentlich, dass all die vielen, die Geld gegeben haben, im Moment zu kurz kommen, weil der Betrag, das für den einen ist 20 Franken viel, für den anderen ist es wenig. Es ist eine gewisse Realität, wenn du so willst. Das heisst, dass Ende April die 1000 Franken Spender eine Einladung bekommen, für mitzufahren. Und nachher wird es für die breite Öffentlichkeit im Spätsommer Gelegenheit geben, mit kurzen Fahrten auf den See zu kommen. Wie und wenn, das müssen wir noch abwarten. Vielleicht, dass wir das auch noch ein bisschen klarer einordnen. Ich hätte am liebsten, wenn der Spiezeli jetzt im Mai Alltag fahren und alle auf den See könnten und alle um den See herum könnten mitfahren. Möglichst günstig, möglichst viel. Wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen für den Einsatz vom Spiezeli ausgebildetes Dampfmaschinenpersonal. Diesen Leuten gibt es nicht so viel. Bei BLS hat es jetzt noch auf eine unglückliche Art kumuliert, indem wegen Gesundheit und wegen privaten Umständen kurzfristige Abgänge gewesen sind beim Maschinenpersonal. Wir können nicht auf die Straße rausstehen und sagen, wer will die Maschine bedienen. Da gibt es klare Vorschriften. Und wir sind heute schlicht vor der Wahl, entweder der Blümler oder die Spiezeli. Und für mich ist auch klar, dass man in so einer Situation dann das Kursschiff, das heisst eben Blümler ins Alt, muss fahren und wir halt in Gottes Namen mit dem Spiezeli müssen zuwarten. Also so einen Maschinist kann man nicht per Stelleninserat einfach suchen und finden in diesem Fall. Also der wird ausgebildet auf diesem Schiff? Ja, das sind Berufsleute, das sind Leute, die eine Affinität haben. Also auch Berufsausbildung haben, ist sehr wichtig aus dem mechanischen, technischen Bereich. Das wäre so der Idealfall. Und dann werden die Nautischen, wie übrigens alle nautischen Leute auf dem Thuner- und Brienzersee, von der BLS selber ausgebildet. Das ist jeder Matros, das ist jeder Kapitän im Endeffekt. Und das ist eine genau vorgeschriebene Ausbildungszeit mit Erfahrungszeiten. Braucht eine Anzahl Fahrtage. Es läuft auf mehrere Jahre Einsätze raus, bis einer selbstständig darf fahren. Also es ist nicht jemand, wo man einfach kann sagen kann, juhu, wer will. Junge Frau, junger Mann, du kannst zu uns kommen. Und dann kannst du auf das Dampfschiff, wir zeigen dir Geschwing, welchen Hebel das du drücken musst. Sondern das braucht eine Ausbildung, das braucht eine mehrere Sommer Erfahrung. Du, noch eine letzte Frage. Jetzt ist die Spiezeli fertig. Was machen Dampferfreunde jetzt? Ja, das Gleiche, was wir vorher gemacht haben, Geld sammeln. Das ist unsere Kernaufgabe. Wir tun weiterhin Geld sammeln. Und zwar nicht einfach, dass wir das Konto füllen können. Letztes Winter ist auf dem Lötschberg, Brienzersee, zuerst mal eine Sanierung im Vordeck umgesetzt worden. Man hat das ganze Schiff frisch gestrichen, frisch saniert. Man hat das erste Mal einen Teil von der Maschine auseinandergenommen. Und es geht im gleichen Stil weiter, sowohl auf dem Lötschberg wie auf der Blümlisalp. Die Maschinen die müssen gewartet werden. Auch dort fehlt heute das Wissen. Man hat nicht einfach einen Griff in die Schublade, sondern muss das jedes Mal frisch aufbauen. Und das kostet Unsummen von Geld. Und wir sind noch so froh, wenn wir weiterhin die Möglichkeit haben, das zu unterstützen.
Es geht auch darum, bereits jetzt wieder daran zu denken, dass Kessel wiederkommen. Also die Kessel, wo der Dampf drin produziert wird. Jetzt höre ich links und rechts, ja, aber das hat man doch erst gerade gemacht. Das stimmt teilweise schon, nur dürfen wir nicht vergessen. Blümlisalp ist 1992, 93 wieder in Betrieb gekommen. Und wenn wir schauen, wie lange das her ist, dann reden wir jetzt von 30 Jahren. Man geht in der Schifffahrtsbranche davon aus, dass man ein Schiff alle 15 Jahre mittlere Sanierung und alle 30 Jahre eine grosse Sanierung machen sollte. Also die Arbeit geht weder der BLS mit dem Dampfschiff noch uns mit der Kasse nicht aus. Danke David, dass du Zeit gehabt hast. Es war interessant. Den Link zum Spenden tue ich in die Beschreibung des Podcasts noch anfügen für die Dampferfreunde. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann tut ihn doch bitte abonnieren oder weiterteilen. Danke vielmals. Ciao zusammen. Ciao zusammen.